Zombie Apocalypse. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen beim ETS 2, Eurotruck Simulator 2, und wir fahren von Linz nach Frankfurt am Main. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das mit einer Session ausgeht oder mit einer Aufnahme. Höchstwahrscheinlich nicht. Wir werden zwischendurch einmal einen Cut setzen und dann wird es einen zweiten Tag geben, wo wir das dann anbringen oder besser gesagt dann geliefert haben. Und wir schauen jetzt, dass wir gleich loshaseln, weil wir haben da ein bisschen Zeit, einen straffen Zeitplan. Klar, wir fahren mit dem Lenkradl. Sorry im Vorhinein, wenn es jetzt noch nicht so prickelnd hinhaut, alles zusammen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ETS aufnehme. Wir haben eine Ladung, ich glaube das ist Rohr oder so. Ich will jetzt selber noch ein bisschen nachschauen, dann später, was wir da haben. Nein, nicht einmal das Flüssig, irgendwas mit Flüssig-Dings. Dinge gefahren hat vor mir. Stores. Es ist jetzt halt bei mir so, dass ich alles auf Landschaftssimulator eingestellt habe. Und da habe ich ein bisschen eine andere Einstellung wie da, weil ich weiß, alles habe ich noch nicht umgestellt. Ich muss jetzt schauen in der Nachhinein bei der Aufnahme. Ich hoffe, es passt von der Bildqualität her, nicht rollen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir fahren jetzt Richtung, wie gesagt, Frankfurt am Main. Wir haben eine Fahrzeit von 8 Stunden und 2 Minuten. 540 Kilometer. Das sind eigentlich machbar in 20 Minuten, aber ich will mir so gut wie es geht an die Verkehrsregeln halten, etc. Und ja, es wird jetzt einmal, wie soll ich sagen, es wird jetzt einmal ein paar Teile von ETS kommen. Schauen wir mal, wie es bei euch ankommt. Das heißt, wenn es euch gefällt, könnt ruhig ein Like da lassen und da hat mehr über Feedback freien. Das ist gerade so was. Und der Auto angefahren. Gut. Sollte man realistisch fahren. Ja, das passiert. Ich muss noch meine Pedalen richtig einstellen, die Bremsempfindlichkeit etc. Ja. So, ja, wenn es euch gefällt, könnt ruhig. Das gefällt mir da lassen, das tut den Algorithmen so gut. Und ja, das ist eine kostenlose Unterstützung, immer gefällt mir da aber. Und wir fahren jetzt einmal aus Linz aus. Wir fahren mal, glaube ich, da mit einem DAF, mit einem ganz normalen Sattelauflager. Mit 450 oder 650 PS, das ist keine kleine Motorisierung, jetzt sehe ich auf jeden Fall besser bei meinem Warwave A16, was ich habe. Aber das stört mich jetzt mal nicht. Wie gesagt, es ist noch ein Schnellauftrag, weil es derzeit Sorry, das war jetzt kurz einmal meine Firma, weil das ist wie gesagt nur ein Hobby von mir, das YouTube nebenher. Tut mir leid, auf das habe ich jetzt nicht geachtet. Sie haben zwar eingeschrieben, dass sie mich anrufen, aber auf das habe ich jetzt nicht häufig vergessen, egal. Aber das ist stehen geblieben. Ja, wir fahren jetzt noch Frankfurt am Main. Wir sind zum Autobahnauffahrt und von da weg geht es eigentlich eh recht zügig, sage ich jetzt einmal. Rechtsfahrgebot. Das war jetzt mal eine semi-coole, semi-geile Geschichte, dass wir da mitten auf der Autobahn auffahrt stehen geblieben sind, aber es ist halt nicht vorhersehbar. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, wir versuchen das jetzt zu durchziehen mit ETS ein bisschen. Ich hoffe, die Webcam-Einstellung passt, weil ein bisschen die Sonne hinten einerdruckt. Aber normalerweise haut das hin.
Und ich hoffe, euch hat das neue Intro, was ich jetzt erstellt habe, vorige Woche gefallen. Wie gesagt, es ist 2021, ich probiere mit der Zeit mitzugehen. Oder besser gesagt, mal was Neues auf den Kanal zu bringen. Und dadurch, dass das ab und zu ein bisschen so eine Flaute war, habe ich jetzt gedacht, dass jetzt 2021 sich ist durch. Und ja, schauen wir, was da kommt auf meinem Kanal. Vielleicht kommt einmal die Hunter. Nur da muss ich erst schauen, wie ich das aufnehme, weil das ist ein bisschen von der Grafik her sehr next level, sag ich jetzt einmal. Das zieht ziemlich an der Grafik und alles. Und da müssen wir dann schauen. So, schauen wir. Vorne geht's ja aus. Wie gesagt, ich mache mir jetzt da bei dem Aufdruck keinen Stress. Wir haben zwar ein Zeitlimit von 7 Stunden. Das wird sich auch nicht ganz so spülen, dass wir das in einer Folge durchdrucken. Aber ich hoffe, es ruckelt nicht so viel, weil wie ich da in der Aufnahme neben dran sehe, schaut es aus, ob es ruckel macht. Aber schauen wir dann nachhinein bei der Bearbeitung. Und das fängt ETS ein guter Ausgleich zum Landwirtschaftssimulator. Du kannst dir fahren. Es ist halt einfach nur ein Simulator, dass du Ware von A nach B führst. Manchmal gefällt es nicht, so geht es einmal. Ich bin zu einer, ich probiere alles aus. Und dadurch, dass ich jetzt erst Lenkradler habe, ist es eigentlich recht cool, weil ich habe es eine Zeit lang ohne Lenkradler gespielt und da war es ein bisschen anstrengender, so geht es einmal. Jetzt kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt, weil im Dunkeln habe ich extreme FPS-Einbrüche. Aber naja, durchschnittlich normalerweise spiele ich mit 60 FPS. Aber da im Dunkeln ist es gewaltig, was zusammenbricht. Ich weiß aber nicht, an was es liegt. Jo, dann fahren wir mal nach Frankfurt am Main. Die nächsten Projekte sind eben bei der Holzmap, beim Landschaftssimulator, dass wir dort weitermachen, ganz klar. Ich habe mir jetzt da die Bodensache angeschaut, die Bodenproben. Ist doch nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Es wird eh alles super erklärt. Und da ist halt jetzt derzeit, wie soll ich sagen, ich mache jetzt einmal ein Zwischenprojekt kurz mal rein, dass wir mal ETS auch gesehen haben auf meinem Kanal. Weil jetzt kommt dann die Ernte beim Landschaftssimulator und machen dann ganz normal weiter. Beispiel zum Winter oder so. Landschaftssimulator Winter jetzt meine ich, kann ich ab und zu, wenn überhaupt nichts zu tun ist, auf Folge von ETS ausbringen. Weil ich finde, das ist ein guter Ausgleich oder Zwischenspiel, weil das mit Schnee wird eher da online passieren, offline passieren, dass das offline weitermache. Weil es kurzen ja auch vielleicht auch zwei Folgen, dass man das sechs wie Schneerahmen mit Lenkrad und Joystick, das ist gar kein Ding. Und ja, sonst, wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Gefällt mir da lassen und in die Kommentare schreiben, was man noch verbessern könnte. Ich vermute, dass die Grafik bei der Aufnahme ein bisschen darunter leiden wird, dass ein paar Ruckel drinnen sein wird. Wie gesagt, ich habe das ETS noch nie aufgenommen. Klar will ich schauen, dass es bestmöglich aussieht für die ganzen Sachen. Aber es ist noch kein Master von mir gefallen. Jetzt oder kurz oder lang werden wir auch mit Streamen anfangen, 100%ig mit Streamen anfangen. Ich habe jetzt ein paar Videos angeschaut, wie man am besten rein startet, wo die Webcam etc. organisiert. Nur das Einzige, was ich vermute, ist, dass die Internetleitung von mir nicht mitspielt. Das könnte passieren, aber das werden wir
jetzt halt, wie gesagt, auf die höchsten Einstellungen, aber ich sehe schon, dass das so für die Aufnahmen ziemlich heftig wird, weil jetzt habe ich da 30 FPS, ich werde die Grafik ein bisschen umstellen müssen. Weil 34 FPS ist an der Vorderkotzgrenze, sage ich jetzt mal. Drop da oben auf 30 FPS, das ist schon heftig, weil du merkst es bei der Aufnahme ist wahrscheinlich, dass es FPS drauf ist. Ab und zu geht's, ab und zu hat einen richtigen Haken drinnen. Aber ja, ich hoffe, das verzeiht es mir. Wie gesagt, zum Thema Live-Gain, da wird noch was Externes kommen, heißt wahrscheinlich, da wird ein extra Video kommen, wann alles losgeht etc. Weil jetzt geht es ja wieder normal los im Leben. Ab und zu echt.
Ingame ist, finde ich die Strophen ein bisschen übertrieben. Es ist halt.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis daher jetzt. Und ja, wir sehen uns dann beim zweiten Teil, wenn wir die Lieferung anbringen. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zombie Apocalypse.